Vegan sein führt zu Nährstoffmangel. Vegane Ernährung ist teuer, Kohlenhydrate machen dick und abends Essen macht dick. Diese und viele Mythen hört man oft über Ernährung. Ob da was dran ist, was man bei Ernährung falsch machen kann, schauen wir uns heute mit Frau Magister Elisabeth Bärenkopf an. Herzlich willkommen zum Thema der Woche. Frau Bärenkopf, könnten Sie sich kurz mal vorstellen, was machen Sie, wer sind Sie so? Also mein Name ist Elisabeth Bärenkopf, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, habe eine Praxis in Amstetten und ja, alles, was so zum Thema Ernährung dazugehört, ist so mein Aufgabengebiet. Tauchen wir gleich in das Thema ein, um kurz, ganz kurz das Gegenteil von Vegansein zu durchleuchten. Was würden Sie sagen, ist gefährlicher, viel zu viel Fleischkonsum oder eher komplett vegan zu sein? Also immer wenn es in eine sehr extreme Richtung geht, kann beides gefährlich werden. Grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass eigentlich zu viel Fleischkonsum in sehr vielen Studien gezeigt hat, dass es gefährlich ist, was zum Beispiel Krebsrisiko angeht. Was würden Sie dann sagen, ist zu viel Fleischkonsum? Naja, also definitiv, wenn jeden Tag Fleisch oder Wurstprodukte, also wenn ich zum Beispiel in der Früh schon auf mein Frühstücksbrot Salami liegen habe und dann zum Mittag gleich wieder Fleisch und zur Jause dann wieder den Speck und so weiter. Also wenn ich wirklich tagtäglich eben Fleisch und eben auch Wurstwaren auf meinem Speiseplan habe, ist es definitiv zu viel. Das heißt wahrscheinlich in Österreich eher zu viel Fleischkonsum, oder? Wir sind sicher eher fleischlastig, also genau. Dazu haben wir uns dann auch noch mit der Diätologin Leonie Meil unterhalten und sie gefragt, ob sie Veränderungen in der Gesundheit von Menschen sieht, die sich vegan ernähren. Da schauen wir jetzt kurz hin. Ja, also wenn man sich ausgewogen vegan ernährt, dann kann man eben dadurch den Cholesterinspiegel senken. Es ist so, dass man eben bei einer veganen Ernährung in der Regel mehr ungesättigte Fettsäuren aufnimmt und auch mehr Pflanzenstoffe und Ballaststoffe, die eben einen positiven Effekt auf den Cholesterinspiegel haben. Auf was sollte man bei veganer Ernährung achten, dass im Körper alles stimmt? Eben je kleiner die Lebensmittelauswahl, desto größer ist eben auch das Risiko für Nährstoffmängel. Das heißt, ganz wichtig ist, dass man das Vitamin B12 supplementiert und dann wären noch so kritische Nährstoffe Eiweiß und Eisen zum Beispiel. Da sollte man darauf achten, dass man auch immer eine Eiweißquelle ergänzt bei den Mahlzeiten und quasi nicht zum typischen Beilagenesser dann wird. Das heißt, Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, davon gerne reichlich ergänzen und regelmäßig auch eine Blutuntersuchung machen, um eben da auf der sicheren Seite zu sein. Um noch mehr in das ganze Thema einzutauchen, haben wir uns dann mit der Vanessa Stelzer von der Firma Vegini unterhalten. Es war eigentlich so, dass vor vielen Jahren hat man einfach einen Blick ins Supermarktregal gemacht zu den ganzen diversen Fleischalternativen, hat sich da die Zutatenliste angeschaut und hat sich halt irgendwie gedacht, okay, das muss ja irgendwie anders gehen. Das langfristige Ziel ist da einfach, dass man hochwertige Fleischalternativen anbietet, die auch wirklich im Geschmack top sind und wo der Kunde auch weiß, okay, die Produkte sind leistbar. Ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass Vegansein jetzt wirklich ein Trend ist. Da geht es eher darum, die Flexitarier zu überzeugen, also um die flexitarische Ernährung, die das aus Gesundheitsgründen, aus ethischen Gründen, aus Umweltaspekten heraus machen, also die wirklich sagen, okay, ich möchte bewusst meinen Fleischkonsum zu reduzieren. Man merkt zum Beispiel auch selber, wenn man ins Restaurant geht und an einem Tisch sitzt mit circa 4 Personen, dass mittlerweile sich einer vegan oder vegetarisch ernährt. Also aus dem heraus und man merkt es natürlich auch im Supermarktregal, also die Nachfrage steigt nach wie vor und ich glaube, die Bewegung ist einfach nicht aufzuhalten. Also da tut sich immer sehr viel im Wettbewerb. Ein Punkt ist natürlich, dass man den CO2-Fußabdruck mit der veganen Ernährung reduzieren kann oder zum Beispiel auch die Ressourcen schonen kann, wie Wasser oder Land. Und das ist natürlich auch wieder ein geringerer Treibhausgasemissionen, das was dazu beiträgt. Ja, es ist einfach generell, also ressourcentechnisch, einfach ein positiver Umweltbeitrag. Frau Bärenkopf, was würden Sie sagen, ist an dem Mythos dran, dass vegane Ernährung schneller Nährstoffmangel verursacht? Weil das hört man ja des Öfteren. Ja, natürlich ist es so, wenn der Speiseplan quasi beschnitten wird um gewisse Lebensmittel, muss man sich vielleicht Alternativen suchen. Ja. Grundsätzlich ist es aber, wenn es gut geplant ist, ist es nicht so, dass Veganer grundsätzlich schneller einen Nährstoffmangel erleiden, weil wenn man als Mischköstler trotzdem sehr eingeschränkt oder sehr einseitig ist, kann man genauso auch in einen Nährstoffmangel hineingeraten.
Und wenn man zum Beispiel weiß, also B12 ist zum Beispiel so ein kritischer Nährstoff bei den Veganern, wenn man das ausreichend supplementiert, genauso drauf schaut, dass die Eiweißquellen, Eisen und Kalzium, also es gibt schon ein paar so Nährstoffe, die bei Veganern ein bisschen schwieriger zu decken sind, aber wenn man da ausgewählt ist, dann ist es nicht so, dass Veganer von vornherein schneller in einen Nährstoffmangel geraten. Das heißt, den Mythos können wir eigentlich streichen. Richtig, genau. Und wenn es dann einmal passiert, dass man eventuell in der Situation ist, dass der Körper einen Nährstoffmangel entwickelt, was sind da die ersten Schritte, die jetzt am besten unternehmen sollte? Also einen richtigen Mangel erkennt man leider erst sehr spät, muss man auch dazu sagen. Mhm. Also sinnvoll ist, gerade wenn ich mich für eine spezielle Ernährungsform entscheide, ja, oder vielleicht auch in einer besonderen Lebensphase mich befinde, dass ich immer wieder vielleicht das Blutbild checken lasse beim Arzt. Ja. Und dass ich möglichst schaue, vielleicht auch eben bei Professionisten, ja, mit Diätologen, Ernährungswissenschaftler, dass man schaut, ist da wirklich auf diesem Speiseplan möglichst alles abgedeckt. Da sind dann wahrscheinlich Personen wie Sie auch perfekt. Genau, also Diätologen oder Ernährungswissenschaftler sind für diese Dinge sicher gut ausgebildet. Doch nicht nur bei Privatpersonen wird das ganze Vegane immer beliebter, sondern auch in der Gastronomie gibt es immer mehr Wirtshäuser und Restaurants, die auf vegane Speisen setzen. Und da waren wir zum Beispiel beim Heuriger Perbersdorfer in Neuhofen und da schauen wir jetzt kurz hin. Und eben neben die typischen Mussviertler Jausengerichte, wie eben unser Brilljausen, unser Metterjausen und den Schwänzbraten und Bockhindlsalat, haben wir auch irrsinnig viele vegane und vegetarische Gerichte auf der Karte. Es ist eigentlich der Zahn der Zeit. Man merkt einfach auch, sogar bei den Mitarbeitern, es werden immer mehr Leute, die sich bewusst ernähren, vegan ernähren oder vegetarisch. Nicht jeden Tag, aber oft einfach, weil es einem halt einfach besser taugt. Und dann haben wir gesagt, auf den Zug springen wir auf, da machen wir mit. Frau Bernkopf, ganz komische Frage. Was ist der Ernährungsberaterin jetzt im Restaurant? Weil Sie wissen, was gesund ist und was nicht. Greifen Sie eher zum Schnitzel oder dann doch zur veganen und gesünderen Alternative? Also ich bin definitiv keine Veganerin jetzt, aber zum Schnitzel würde ich glaube ich trotzdem nicht greifen. Ja, also ich glaube, ich würde eher in die vegetarische Richtung gehen, also nicht total auf tierisches verzichten, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich eher vegetarisch, vegan als quasi wirklich ein Schnitzel. Gibt es da einen Grund dafür, den Sie mal nennen können, oder ist das einfach, weil Sie es präferieren? Nein, also grundsätzlich ein gutes Stück Fleisch, das esse ich schon ganz gern immer wieder, aber ich brauche es nicht immer. Also es gibt gerade in der vegetarischen oder auch veganen Küche sehr viele Möglichkeiten, die oft einmal sehr besondere Geschmackserlebnisse bieten, an die man oft so nicht denkt. Also mir geht da oft nichts ab, wenn ich einmal kein Fleisch habe. Um das ganze Wissen, was wir jetzt gerade gehört haben, nur mal ein bisschen zusammenzufassen, haben wir uns dann auch noch mit dem Allgemeinmediziner Dr. Leopold Ohr unterhalten. Ernährung ist natürlich schon ganz, ganz ein wichtiger Faktor und wir sehen eindeutig, wie wir alle durch die Bank übergewichtig werden, gerade in den westlichen Ländern. Aber verrückt machen die Frage finde ich schon interessant. Es ist jetzt ja Thema, jeder hat irgendwo mal Blähungen und was weiß ich was. Das ist so massiv ein Thema geworden, das hat es früher nie wen gejuckt. Und da hast du halt einmal einen verzwickten Wind gehabt und das war's. Aber heute ist man Unverträglichkeiten dort und da. Also ich glaube, dass man sich schon ein bisschen verrückt machen. Es ist schon wichtig, dass man auf eine gesunde Ernährung achtet. Das ist ganz wichtig. Und auch diese Überernährung muss man versuchen zum Einschränken. Aber wie du richtig gesagt hast, dieses Verrücktmachen, das ist fast ein wenig Mode jetzt. Brauchst du nur im Werbefernsehen schauen. Also jede zweite klagt über Blähungen und was irgendwas. Ne? Was ja normal ist bei der Verdauung. Ja, abschließend können wir glaube ich sagen, dass sowohl vegane Ernährung als auch der Verzehr von Tierprodukten seine Vor- und Nachteile hat. Ich glaube aber trotzdem, dass man sie bei Ernährung vielleicht ein bisschen an der Nase nehmen sollten, das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten und vielleicht schon öfter überlegen sollten, was man zu sich nimmt. Stimmt das? Mhm. Ja, also grundsätzlich müssen wir jeden Tag essen. Das heißt, es macht natürlich auch Sinn, quasi sich zu überlegen, was man seinem Körper zuführt. Ja. Und so wie auch Sport oder Schlaf oder auch soziale Kontakte, ist einfach auch die Ernährung natürlich ein Puzzlestein für ein gesundes Leben. Na passt, danke für die tolle Unterhaltung. Das war's mit dem Thema der Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.